Hey ho Herrschaften, hier ist wieder euer Agent Peanut mit dem Let's Play Murdered Soul Suspect. Hier hatten wir letztes Mal den Cut gemacht vor dem Friedhof, da müssen wir auch rein, aber hier sind noch ein paar Leutchen drumrum und da wollte ich, habe ich extra den letzten Part nochmal angeschaut und habe mir überlegt, dass ich ja mit denen noch reden wollte, bevor ich da reingehe. Hi Kumpel, bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier 10 Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir eine Kugel verpasst hab. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detective und ich ein bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir es dabei. Okay, er scheint uns nicht großartig weiterzuhelfen. Da drin ist ja so ein Ding, da kommen wir noch nicht dran. Das hat man im letzten Part probiert. Aber ich wollte auf jeden Fall ja ein paar Leuten hier helfen. Beziehungsweise hier mal gucken. Weil dieser Geist braucht Hilfe. Das sieht man an dem X. Ja, eine von vielen. Jetzt gucken wir da mal rein. Achso, war zu früh. Ich rede erstmal mit ihr. Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er ja, das sagen sie alle, die Kerle. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass er noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen, egal was dabei rauskommt. Okay. Ich sehe es mir an. Gebrochenes Herz. Es braucht keinen Detective, um festzustellen, dass ihr Herz gebrochen ist. Ich sollte herausfinden, ob ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Wunderbar. Antwort finden gibt 3 Sachen. Jetzt müssen wir die hier wohl, weil das sind ja wohl die beiden. Hat der Mann sich schon mit seiner Verlobten getroffen als seine Ex? Bla 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 bla. Jetzt gucken wir mal da rein. Was würde ihn an seine Ex erinnern? Ja, das gebrochene Herz gibt ja auch nichts anderes. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Dann nehmen wir auch mal das gebrochene Herz. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus. Da ist, glaube ich, keine Frage. Jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Sieht aus, als hätte die Neue ihn angesprochen, weil er so verstört und einsam aussah. Und er hat sie nach dem Selbstmord erst kennengelernt. Das hat er ja gerade wiederholt. Haben wir schon 3 von 4 Hinweisen. Das ist wieder so ein Nebenfall. Ja, den hier können wir wegen Bug anscheinend nicht lösen. Muss ich nochmal gucken. Da werde ich nochmal in dem Spiel auf jeden Fall hinlaufen. Ja, und hier müssen wir noch sowieso sehr, sehr viel finden. Aber das interessiert uns jetzt gerade nicht. Drei Dinge. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Wie sich herausgestellt hat, hat er sie nicht betrogen und ihr Selbstmord hat sie zusammengebracht. Oh, in Gold. Super. Lass rein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Ja, sie wird sich wahrscheinlich nicht umbringen. Die gute Nachricht ist,
Er hat dich nicht betrogen. Die Schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Oh, oh. Also, hat er mich wirklich geliebt? Hat er. Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Jetzt kommt wieder der Ghost-Whisperer-Effekt. Sie geht ins Licht. Ja, hat auf jeden Fall fein und prima geklappt. Jetzt stellt sich die Frage, können wir hier jetzt noch was erledigen? Aber ich denke mal, die Stadt müssen wir sowieso ablaufen, um alle Hinweise zu finden. Wie zum Beispiel, Sekunde, diese Sache hier. Da fehlen uns noch 4 Dinger, aber einen Teil können wir anscheinend nur erreichen, wenn wir auch, ja, irgendwas fehlt noch an Funktionen. Hier ist auch 13 von 14. Als Katze können wir was machen. Okay, entfernen. Dann würde ich also sagen, weil wir wollen ja Joy auf dem Ashland Hills Friedhof hier finden, dann gehen wir jetzt mal auf den Friedhof. Kann uns als Geist, glaube ich, nicht wirklich erschrecken. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Selbst wenn er keine Kippe raucht, ist er am Qualm. Was ist das? Klasse. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Ja, das erste haben wir ja verfolgt. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Da drüben ist Joy. Oder, ja, mit einer Taschenlampe. Aber da vorne, erstmal umgucken. Ich muss ja erstmal schauen, was hier los ist. Hier stehen Rosen. Ach, das Grab seiner Freundin. Julias Gedanken. Bedeutung von den Tod betrogen. Ich musste nach dem Tattoo des Sensenmannes fragen. Ich weiß, es sagt den Tod betrogen, aber ich wusste nicht, wie er es getan hat oder warum. Dann zeigte er mir seine Narbe. So eine Stichwunde zwischen die Rippen hätten leicht tödlich sein können. Es ist ein Wunder, dass er am Leben ist. Und es hielt ihn nicht davon ab, wieder zu stehlen. Er lernt es nie. Warum gefällt mir das so? Ja, die Mädels, die stehen immer auf die Bad Guys. Aber wieder ein mehr. 18 von 38, auch fehlen noch 20. Da hinten ist auch ein Hinweis, aber so wie das aussieht, kommen wir da nicht hin. Also würde ich sagen, müssen wir jetzt mal systematisch hier rumgehen und gucken.
Du wirkst etwas nervös. Bist du etwas schreckhaft? Ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich sehe Dinge, die ich nicht erklären kann. Furchtbare, verdrehte Dinge. Ich bin nicht mal sicher, wie ich hierher kam. So viel trinke ich nie wieder. Warum bleibst du dann hier? Ich glaube, da war eine Frau bei mir. Vielleicht meine Frau oder meine Freundin? Ich kann mich nicht an viel erinnern. Es ist alles so verschwommen. Ich glaube, ich warte auf sie. Sie war mit dir hier? Ich glaube schon. Sie wollte mich küssen. Im nächsten Moment schreit sie und greift nach mir. Dann Wasser. So viel Wasser. Ich bin sicher, dass du sie eines Tages wieder siehst. An einem schöneren Ort als hier. Danke. Okay, es war wieder ein Nebentyp. Ah, automatische Handlung. Lässt einen Cutscene. Die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Und Geister, jede Menge Geister. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das. Wo guckt der denn hin? Wir müssen eine Verbindung zu den Glockenmorden finden. 0 von 8 Hinweise. Ach so. Warum ist das hier? Schaufel des Totengräbers. Ach, der stand vor der Tür. Warum liegt hier eine Schaufel? Gräber werden nicht mit Schaufeln ausgehoben und wenn sie Teil des Verbrechens wäre, hätten die Cops sie mitgenommen. 1 von 10 noch. Crime Scene Band. Polizeiabsperrband. Die Cops müssen das hinterlassen haben, nachdem sie mit ihrer Untersuchung hier fertig waren. Okay, ist eher unwichtig, kommt mir so vor. Da liegt was. Zum Enthüllen. Was kann ich hier durch Beobachtung lernen? Ja, die ist verstorben. Das mache ich später. Vielleicht bekomme ich von ihr hier noch Infos, beziehungsweise wir hier überhaupt noch Infos von den Leuten. Ich sehe da drüben zum Beispiel noch ein Grab. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Weil das habe ich hier außen an diesem Umriss gesehen, dass man hier rein kann. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich etwas suche? Was suchst du denn? Wenn du nur da so rumguckst, wirst du nicht viel finden. Er da oben. Ich dachte, schwebt er? Jo, er schwebt so ein bisschen. Und sitzt da auf dem Ding drauf. Ja, ich glaube, wir müssen mit ihr hier reden. Entschuldige, aber... Hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Die Frau hatte an der Küste etwas gesehen. Es hat vielleicht mit meiner Ermittlung zu tun. Ja, damit ist wohl das Ding da gemeint, was wir enthüllt haben. Ja, da versuchen wir jetzt auf jeden Fall, ja... Machen wir es oder machen wir es nicht? Ich würde sagen, wir machen es. Weil hier gibt es ja sonst nichts.
Was will uns diese Leiche dort genau sagen? Was hat sie mit den Glockenmorden zu tun? Das werden wir im nächsten Part erfahren von Let's Play Murdered, weil ich ganz einfach es noch ein bisschen an Spannung aufbauen will. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin und sage wie immer so long bis zum nächsten Part von Let's Play Murdered. Bleibt sauber. Ach so, da steht sauber.